Oh, da ist ein Fehler. Ich weiß nicht, ob das extra ist, weil ein Stück von Chinas Wild war noch da. Alle sind abgehauen. Und ich denke mal, das ist dieses zum Zaubern, was er da hat, meine ich. Ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Hey, Planeten, ihr könnt nicht einfach hier reinplatzen. Was ist das für ein Ding? Wen nennst du Ding? So ist so Streit? Wir haben weiter drin etwas zu erledigen. Lässt du uns bitte durch? Nein! Könnte ohne die Erlaubnis vom großen Bruder nicht passieren. Wo ist dieser große Bruder, von dem du sprichst? Er ist auf einer Reise gegangen. Er ist nicht zurückgekehrt. Er sucht nach leckeren Steinen. Leckere Steine? Meint er vielleicht die Tutsi? Ja. Jetzt wo du das erwähnt, es war jemand dort, der so aussah wie der Typ hier. Er wollte, dass wir ihm jemand einen Trank bringt. Lass uns nochmal dorthin gehen. Das heißt, hier kommen wir nicht weit. Das heißt, wir müssen wieder zur Mine zurück. Okay. Ah, jetzt kommen aber sehr viele Gespräche. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Jawohl, in der Zeit kann ich ein bisschen wieder mal Flüssigkeit zu mir nehmen. Sie macht jetzt Alleinunterhalt, oder wie? Aha. Kommt da noch jemand zu, oder? Nee, sie hat wohl nur mit sich selbst geredet. So, jetzt zur Tetsumine. Oh, das nervt jetzt schon ein wenig. Niemand darf es wissen. Was denn? Okay, irgendwas stimmt wieder mit Colette nicht. Wie? Hast du irgendwas gesagt? Nee, Leute. Die nuschelt. Okay, sie hat schon wieder irgendwas. Wenn wir es jetzt erfahren. Ja, warum? Oh, dann erwähnen es doch nicht. Irgendwas geschieht mit dem Körper. Wie, die etwas von der Frau? Okay, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Bin ich irgendwo? Ach, da bin ich. Tetsumine, wo bist du denn? Shit. Ach, der war doch hier unten, ne? Der war doch auf dem südlichen Kontinent. Okay. Ui, ich liebe die Teile. Endlich haben wir eigentlich eine Möglichkeit, hier schnell durch die Welt zu reisen. Hier ist ein Eingang. Ist es nicht. Dann müsste das entweder hier. Dann müsste irgendwo hier unten sein. Ach, da ist er auch schon. Zack. Ja, komm. Ja. Was? Komm. Jetzt aber. Ich wusste, dass wir hier. Oh, da ist ein Licht. Da werden wir jetzt erstmal schnell hingehen. Mal schneller. Geht schneller. So, was haben wir denn hier? Lloyd, gibt es jemanden, den du magst? Spielt das eine Rolle? Spielt das eine Rolle? Ja, du hast recht. Vergib mir meine Frage. Das war's? Ich hätte mal was ein anklicken sollen. Okay, dann nicht. Es gibt. Boah. Das geht mir schon jetzt wenig auf die Nerven. Ich will jetzt eigentlich in der Story weiterkommen, aber komme ich nicht. Denn das Geheimnis hinter Zellos. Steht vor der Tür oder so. Du, Zellos, wie heißt die Lösung?
Er kriegt wieder Herz in Augen. Ah, in Chemie bin ich nicht gut. Und während der Reise machen die Hausaufgaben oder was ist hier los? Er war nur in Mathe gut. Wie krank ist das denn? Hat er einfach mal die Lösung gesagt bekommen. Einfach mal so. So, das Verteidigungsmechanismus haben wir ja schon ausgeschaltet. Müssen wir jetzt wieder nach unten, ne? Die Bissung ist im nächsten Raum. Lächle und vergebe. Aber jetzt kommen ganz viele Gespräche, also irgendwie nervt das jetzt schon ein wenig. Ja, jetzt bedankt die sich erstmal. Aber das, ja, da hat sie ja nicht Unrecht. War ja klar, dass... Ne, eigentlich nicht. Eigentlich ist es wirklich Perseus schuld gewesen. Weil sie ja die Spur... die Spur auf uns gezeigt hat oder so. Ich denke mal, du wirst es auch noch schaffen. Jetzt müssen wir erstmal zu diesem kleinen Knirps dahin. Wir haben hier zum Glück alles. Ist zerstört. Jetzt muss ich noch gucken, wo ist der denn jetzt? Da ist er doch. Ich weiß auch nicht mehr ehrlich gesagt, wie ich den gesprochen habe, aber okay. Ich würde schon irgendwas herausfinden. So, reden wir mal wieder mit ihm. Hat irgendjemand einen Trank dabei? Hat irgendjemand einen Trank? Leider nicht. Wenn wir das geahnt hätten, hätten wir einen Palmertrank gekauft. Achso, ja, das ist dasselbe. Vergiss nicht den berühmten Mitsuhu aus Mizuhu. Ja, okay, das heißt, wir müssen einen Trank kaufen. Wir können rein theoretisch jetzt direkt nach Flonia fliegen und dort den Trank holen. Oder wir reisen einfach mal schon mal dahin, wo wir waren. Weil nach Flonia müssen wir irgendwann auch wieder hin. Ich wusste, dass ich irgendwann hier kämpfen muss. This is gonna be cake. Na egal, komm. Ein bisschen Geld kann uns ja nicht schaden. Ja. Gott hier, ja. So, unglaublich. Zack. Ich glaube, ich muss mal die Techniken. Okay. Mein Biest ist raus. Das geht mir gar nicht. Zack. Sonic Sword Rain, zack. Ja, komm, halt die Klappe. Oh! Colette hat den Titel Engelchen erhalten. Apropos neue Titel. Status. Ich habe ihn hier Schwertdämonen. Ein dämonischer Schlag kann einen Wirbelwind verursachen. Der Titel ist im Bild seiner Kraft. Mhm. KP, Stärkeverteilung, Akku. Ja. Idealist. Mhm. Okay.
da haben wir auch schon wieder einen neuen. Den strahlenden Ritter haben wir noch. Den Casanova und die Großschnauze. Dann nehmen wir hier strahlender Ritter. Hexer, KP, TP, Int, Akku. Magischer, ich denke mal. Hexer. Ne, Hexer ist gut. Forscherin, Professor können wir. Sag niemals nie. Heilerin. Ich werde aber auf Heilerin gehen. So, da haben wir auch schon wieder was. Nehmen wir Akrobatin. Da haben wir Kampfkünstler und das einsame Mädchen. Hat noch nichts Neues. Palett. Stärke, Intelligenz, Akku. Turbo-Kellnerin, Opferlamm. Okay, werden wir das mal so machen. Alles klar, haben wir die Titel jetzt erstmal auch mal geändert. So. Dann gehen wir jetzt nach Mitsuru und holen uns den Trank. Wenn der nicht reicht, werden wir wohl ölzerweise nach dem Meer fliegen müssen. Aber es ist auch nicht so schlimm, da wir endlich die Raiders haben. Das ist dann ist die Reise doch angenehmer. Okay. Ich bin hier verhindert. Bevor du irgendwas machst, kannst du richtig Cover einsetzen. Zack. Für anderes immer besser. So, Techniken. Ich will jetzt mal auf dem Mann Cross. Oh, hier kommt. Oh, 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 oh. Tempest Beast. Oh, da kommt schon wieder einige neue dazu. Das sieht aus. Der springt ganz langsam hoch und dann. Echt krank. Echt krank. Okay. Haben wir das jetzt auch schon mal nochmal genauer gesehen. Den Trank hätten wir doch mal vorher sagen müssen. Mitsuru ist dahinter. Ich weiß ja schon, wo mir ist. Aber da werden wir noch nicht hingehen. Wir werden erstmal mit dem Mitsuru versuchen. Irgendwo hier. Oh, hahaha. Sind wir schon 10 Kilometer weiter geflogen. Ah, hier haben wir doch schon Mitsuru. So. Hier wollte ich nämlich hin. Mitsuru. Müssen wir erstmal zur Verkäuferin. Das liegt hier oben. Also zum Laden. Oh, interessant. Oh, gutes Timing, China. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Was gibt es denn? Als ich kürzlich das Lager aufgestockt habe, ist mir etwas Wichtiges in den Brunnen gefallen. Kannst du es für mich rausholen? Klar, kein Problem. Oh Mann, also gut. Ein Brunnen. Wo haben wir den hier? Gib mir aus dem Weg. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Hier haben wir keinen Brunnen. Muss irgendwo in der Nähe des Wassers sein. Oder ist er nicht hier oben? Nein, hier oben ist noch ein Katzending. Ach, da hinten ist der Brunnen. Dann gehen wir doch mal da rein. Prüfen. Ich bin gespannt, was ihm in den Brunnen gefallen ist. Hier, da schwimmt irgendetwas. Sieht wie ein Buch aus. Kassenbuch. Wie kann ihm so etwas da reinfallen? Geben wir ihm es ihm zurück. Oh, okay.
Oh, danke. Ohne dieses Buch kann ich nicht arbeiten. Es war ziemlich dumm, dein Kassenbuch zu verlieren. Es soll nur so aussehen wie ein Kassenbuch, um die Öffentlichkeit zu täuschen. In Wirklichkeit ist es mein wertvollstes Geheimnisbuch. Geheim? Meine Geheimnisse werden euch zum Staunen bringen. What the hell? Ihr sagt bestimmt nicht geheim zu mir. Gehirnwäsche? Interessant. Oh Mann, war der schlecht. Was, China? Gehen vor Begeisterung die Blumentopfpferde mit dir durch? Aber echt geil, was die da gemacht haben. Damit hast du bestimmt die Lacher auf deiner Seite, aber... Oh, nein. Ich wollte nicht. Hey, nicht schlecht. Ich gebe dir mein altes Geheimnisbuch. Oh, nein. Ich... Komm, nimm es. Wenn du meine Geheimnisse hören möchtest, kannst du jederzeit wiederkommen. Erhalten, geheimes Buch. Ich will nicht ein Geheimnis, sondern ich will in deinen Laden und ein Mitsuru drin kaufen. So, hast du eigentlich einen Hund? Doch, Tiggy. Tiggy hat einen Hund. Der Hund hat den Namen Tiggy. So, mein Gott. Jetzt gehen wir ab wieder zu Mina. Wir können seitlich fliegen. Echt geil. Wir können auch leise. Nee, doch, da unten sind wir richtig. Komm. Ein bisschen mehr Sound rein. Ja, muss doch die Mine wieder sein, ne? So. Auf geht's. Ich hoffe mal, jetzt kommen wir mal weiter und können im Tempel der Erde mal den Fortschritt mal machen. So, das müssen wir wieder warten. Zack. Dann mal schauen, ob der uns jetzt die Erlaubnis gibt oder ob der wirklich einen bestimmten Trank haben möchte. So, dann laufen wir direkt hier dran vorbei. Da oben ist kein Monster, sehr schön. Dann mal los. Habt ihr einen Trank dabei? Mitsuru. Mitsuru gegeben. Ist er das? Ist das der Trank? Gut gemacht, ihr Nieten. Was ist denn jetzt los? Der isst sogar die Flasche auf. Es schmeckt nicht besonders und dafür bin ich durch die Gegend gelatscht. Echt schwach. Na gut, jetzt hast du deinen... Mein Gott. Na gut, jetzt hast du einen Trank getrunken, gegessen. Also geh jetzt zum Tempel der Erde. Ja, ich gehe. Ja schon, bis dann. Wir sollten uns auch zum Tempel der Erde aufmachen. Alles klar, das haben wir erledigt. Dann gehen wir auch mal zum Tempel der Erde. Zack. Den weiche ich mal aus und den will ich auch ausweichen. Aber ich bin zu dumm dafür. Hier. So. Oh, Sonic Spock. Achso. Komm, ich will wieder einsetzen.
Supersonic Cross. I love it! Ich liebe diese Kombinationsattacke. That was so easy. Mhm. So. Fahrstuhl oder was auch immer du bist, komm mal mich abholen. Gut gemacht. Braves System hier. Tempel der Erde war ja auf dem einen Kontinent. Gut. Dann hoffen wir, können wir jetzt das Rätsel da lösen. So, ich flieg. Und los geht's. Wir fliegen. Dritte Option. Ist das auch geil, wie der Schatten. Achso. Machen wir die Karte wieder kleiner. Der Schatten hier unten. Verläuft. Ich gemacht. Der Tempel der Erde müsste hier oben sein.